Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, im heutigen Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr euch ganz einfach selbst die Flugzeuge und Helis merchen könnt. Dafür braucht ihr einfach nur eine Korsatka und dann entweder eine gemoddete Terabyte oder eine gemoddete MOC, weil von der MOC oder die Terabyte dann die Settings dann übertragen werden auf das Flugzeug. Und ja, wenn ihr das habt, dann geht einfach ins Interaktionsmenü auf Sonderfahrzeuge. Und ja, jetzt gibt es einen kleinen Teilnehmerpart. Und zwar müsst ihr euch die Korsatka anfordern. Und wenn sie euch angefordert habt, müsst ihr sofort dann auf Fahrzeuge gehen und dann das Flugzeug auswählen, was ihr euch merchen wollt. Ich werde es einmal vormachen. Und zwar gehen wir auf Korsatka, Korsatka anfordern. Und dann gehen wir wieder ins Interaktionsmenü Fahrzeuge und wählen uns einfach das Flugzeug oder Heli aus, was wir uns merchen wollen. Jetzt ist aber ganz wichtig, dass das Flugzeug vor der Korsatka spawnt, so jetzt wie bei mir ist jetzt der Fall ist. Das ist auf jeden Fall perfekt. Und ja, als nächstes müssen wir uns dann zu unserem Luftfahrzeug begeben. So, wenn ihr dann angekommen seid, ja, dann müsst ihr einfach nur noch einsteigen. Und wenn ihr eingestiegen seid, dann geht ihr ins Interaktionsmenü und dann müsst ihr einfach jetzt nur noch die MOC oder Terabyte anfordern. In meinem Fall mache ich es jetzt mit der Terabyte. Einfach anfordern, einen Augenblick warten. So Leute, ja, und ihr seht, dass sich der Helikopter jetzt gemerged hat. In meinem Fall ist er jetzt ein bisschen am Rumbuggen. Wenn das so jetzt eintreten sollte, wie es jetzt bei mir der Fall ist, dann müsst ihr es einfach nochmal probieren. Denn ihr müsst das Flugzeug dann hinterher mit GIFCASTO Friends abspeichern. Wie gesagt, wenn es so rumbuggen sollte wie bei mir jetzt, dann macht den Glitch dann einfach nochmal neu. Und müsst ihr ihn einfach nur noch mit GIFCASTO Friends dann abspeichern. Wie das jetzt geht mit dem Abspeichern, das werde ich euch dann jetzt nicht nochmal zeigen mit dem GIFCAST. Das Video werde ich euch in die Videobeschreibung verlinken. Und macht einfach die ganzen Steps wie im Video beschrieben. Und ja, wenn ihr dann hinterher das Flugzeug in eurer MOC dann drin habt, dann fordert euch einfach das Flugzeug über euer MOC an. Und fliegt das Flugzeug nur noch in den Hangar rein. Und dann ist es schon abgespeichert. Leute, ich hoffe, das kleine, aber feine Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.